Und da sind wir auf Map Nummer 2 Ohana in diesem Finale. Zotac Cup Nummer 143. Und in der rechten unteren Ecke erwartet uns der absolute Top-Champion Nurcio. Und in der linken oberen Ecke haben wir von Team Empire den letzten Zotac Cup-Gewinner, Happy. Ja, warum Top-Champion Nurcio? Er hat mit Abstand die meisten Zotac Cups überhaupt gewonnen. Und nicht nur das. Gewinnt Nurcio heute das Turnier, hat Polen mit Deutschland gleichgezogen im Länderranking. Dann sind es nämlich beide Nationen mit 20 Siegen. Und damit auf Rang 2. Nur die Ukraine hat noch mehr Siege in diesem Turnier. Deswegen, wie gesagt, gewinnt Nurcio, zieht Polen gleich auf mit Deutschland. Die meisten Siege für Deutschland hat Gudi verbucht, der im Übrigen auf Platz 2 ist im Overall-Ranking im Zotac Cup. Aber seine Siege, ja, sind schon so ein bisschen zurückliegend aus dem Jahre 2011. Da war er sehr, sehr erfolgreich und hatte auch, ja, fast ausnahmslos dort diese Siege einfahren können. Da war Gudi im Finale Standard. Mittlerweile hat sich das sehr geändert, nur Nurcio ist konstant geblieben. Also Happy wieder mit der frühen Exe natürlich. Sehr frühe Exe dieses Mal. Aber das war ja in unseren Augen auch so ein bisschen das Problem vorhin, dass er da economy-technisch einfach nicht mithalten konnte mit Nurcio. Ohana weckt daher Hoffnung. Das ist eine Map, wo, und das haben wir vorhin schon mit Beefy analysiert, es schwierig ist, Basis Nummer 4 zu nehmen. Jetzt haben wir den nächsten mit Problemen. Heute einige mit Lag-Problemen, so wie es scheint. Das Internet offenbar nicht bei jedem stabil, vor allem nicht im Millennium-Teamhaus. Ein bisschen schade ist, dass Daishi so ausscheiden musste. Bei ihm stand es 1:1 gegen Happy, aber gut. Dafür Happy das Halbfinale gegen seinen Teamkameraden souverän gewonnen und Happy wäre nicht Happy, wenn er nicht noch einen Ass im Ärmel hätte. Und das sollte er jetzt spielen, in meinen Augen, wenn er gegen Nurcio bestehen möchte. Das mit dem Blue Flame Helens, das war ja, wie gesagt, alles ganz nett. Aber er muss trotzdem schneller expandieren. Er muss mithalten mit Nurcio. Sonst nützt nichts. Nurcio ist vor allem auch eine ganz harte Nuss. Gegen Nurcio zu cheesen, gegen Nurcio sehr früh aggressiv zu spielen, endet meistens damit, dass Nurcio das Ganze hält und man das GG schmeißen muss. Aber auch im Makro-Game ist Nurcio einfach unfassbar stark. Hier kommt er halt früh mit den Lingen. Da kann er mit den zwei Marines vergleichsweise wenig machen. Zieht sich da also zurück. Verliert dadurch keinen SCV. Zwar die Mining-Time, aber eben keinen SCV. Nurcio kann hier ziemlich genau sehen, was eben passiert. Und sieht sogar den Tag auf Starport. Das ist natürlich nicht so schön hier für Happy. Da fehlte halt einfach der Bunker. Und jetzt freut sich natürlich Nurcio. Die SCVs dazugezogen, um das jetzt, diesen Fehler zu korrigieren. Hätte er vorhin schon machen sollen. Die SCVs plus die Marines in Kombination reichen sicherlich hier, um die Linge aus dem Weg zu jagen. Aber Nurcio, der hat, was er wollte. Ziemlich lange konnte er scouten, auch wenn er keinen SCV getötet hat. Aber das selbst hat ihm fast nichts gekostet, wenn wir uns hier das Lost Unit technisch anschauen. Er hat auch das Starport gesehen, zwei Worker insgesamt getötet. Also Roach von Leertech und von Happy gibt's Cloak und entsprechend wichtig ist ja auch der Leertech dann mit dem Overseer. Happy im Supply Block, ja, und Nurcio kann sich scheinbar nicht verkneifen. Also Nurcio ist jemand, und das muss ich auch sagen, der vor allem in letzter Zeit immer redseliger wird und das nicht unbedingt auf eine charmante Art und Weise. Das ist jetzt die Double Evo Chamber.
Aber Happy geht da gar nicht erst drauf ein. Happy ignoriert das. Lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Nurge jetzt seine Roaches pumpt und pumpt plus Speed mit dazu. Roaches schön und gut. Da kann er halt einiges mitmachen. Vor allem, wenn Happy jetzt hier ja, vielleicht den gleichen Fehler macht wie Security vorhin. Jetzt Basis Nummer 3, halt sehr viel Tech. Aber dann wenig Units hat. Und entsprechend wird Nurge hier mit einem Roach-Push sehr viel Schaden machen können. Er holt hier die Overseer. Was Nurge natürlich so ein bisschen gemeint hat, ist, dass Happy vergleichsweise berechenbar ist. Weil Happy ist halt jemand, der seine Building Order rauf und runter rantert. Häufig das gleiche spielt. Und das ist das, was Nurge meint. Aber Nurge gerät hier in den Supply Block, verliert da den Overlord. Hatte ein bisschen spät jetzt die eigenen Overlords produziert, also war ohnehin schon im Supply Block. Und auch hier nochmal ein Overlord, der sich über die Karte verirrt hat. Auch den schnappt er sich. Auch der nächste hier vorne wieder unterwegs. Aber da sehen wir ja schon, ist der Rally Point vom Viking ohnehin schon gewesen. Oder? Ja. So ein bisschen im Zickzack folgen wir mal dieser roten Linie. Und landen damit hier beim Overlord. In der Zwischenzeit schaut er sich hier mit den Hellions um und sieht, dass Nurge hier guten Creep-Spread hat. Aber jetzt kommen die Roaches eben. Siege-Mode ist noch nicht da. Eine Banshee eben auch nicht. Und wie soll er das hier halten? Er hat nichts. Er hat zwei Marauder, die er jetzt produziert hat. Das wird verdammt schwierig. Nurge mit den Queens und mit dem Creep-Spread plus dem Spine-Crawler sollte er ja auch gegen die Hellions verteidigen können. Das wird ganz, ganz schwer jetzt, Nurge zu stellen. Hat das natürlich genau gesehen. Holt sich den Bunker und damit verliert hier Happy eine wichtige Verteidigungsinstanz. Einen Bunker hat er noch, aber es geht schon rein in die Mainbase. Der Tank auf verlorenem Posten. Siege Mode, wie gesagt, nicht durch. Jetzt steht er an den Produktionsgebäuden. Und hier verliert Happy jetzt richtig, richtig viel. Da helfen auch die Hellions hier nichts gegen Basis Nummer 3. Die brauchen viel zu lange, um die Hatchery da irgendwie kaputt zu bekommen. Und so nimmt er sich SCV um SCV. Happy droppt auf 28. GG. 2-0 Nurture, souverän und ziemlich einfach aus seiner Sicht.